Ja, schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Was ändert sich, wenn Anti-Aging vom Jungbrunnen zur Lebensaufgabe wird? Die Anti-Aging-Medizin ist in den 1990er Jahren in den USA groß geworden, mit dem reißerischen Versprechen, die Krankheit altern mit hochdosierten Hormontherapien und Supplementierungen nach dem Motto Stop the Clock heilen zu können. In der US-amerikanischen Gerontologie ist da ein regelrechter Krieg gegen diese kommerziellen Anbieter ausgebrochen, dessen Fronten sich nochmal verkompliziert haben über biogerontologisch inspirierte transhumanistische Theorien, denen zufolge sich molekulare Alterungsprozesse des Menschen in greifbarer Zukunft quasi eliminieren lassen und dann auch eine tatsächliche wirksame Anti-Aging-Medizin verfügbar sei. Die Anti-Aging-Medizin in Deutschland hat dieses ja nicht ganz unkomplizierte Erbe des Anti-Aging-Begriffs angetreten, sich 2008 aber von ihrer US-amerikanischen Mutterorganisation distanziert, von deren reißerischen Versprechen, auch von deren Ambitionen, sich den europäischen Anti-Aging-Medizinmarkt unter den Nagel zu reißen, und es sich zu dem Ziel erklärt, die Anti-Aging-Medizin als eine seriöse, wissenschaftlich fundierte Präventionsmedizin neu zu begründen. Von Alfred Wolf haben wir jetzt eine wichtige Position in diesem Feld kennengelernt, und Sie haben gehört, dass Anti-Aging da jetzt nicht mehr als Jungbrunnen daherkommt, sondern eher als eine Lebensaufgabe, deren Erfüllung die Medizin zu optimieren verspricht. Und ich möchte mit Ihnen der Frage nachgehen, was sich jetzt eigentlich ändert aus soziologischer Perspektive, wenn Anti-Aging vom Jungbrunnenversprechen zur Lebensaufgabe wird. Dabei schöpfe ich aus meiner qualitativen Feldforschung, die ich ausgehend von teilnehmenden Beobachtungen auf Anti-Aging-Medizin-Kongressen durchgeführt habe, 2005 bis 2011. Und gleich vorweg, die Anti-Aging-Medizin in Deutschland gibt es natürlich nicht. Dieses kleine Feld ist in sich heterogen und dynamisch. Was ich Ihnen vorstelle, ist das Wissen über Altern, mit dem in den Argumentationen, die ich untersucht habe, der neue Behandlungsbedarf des Alterns begründet wird. Und ich kann schon jetzt sagen, dass ich in manchen Punkten andere Eindrücke hatte als Herr Wolf. Wir können das nachher gerne diskutieren. Konzeptuell geht es mir darum, diesen medizinischen Gestaltungsanspruch an das Altern als soziales Phänomen sichtbar zu machen, indem ich zeige, wie sich Problemwahrnehmungen, Zielsetzungen und Gestaltungsweisen des Anti-Agings über die Zeit verändert haben, mit dem Ziel, zunächst mal so ein bisschen reflexiven Raum zu schaffen, gegenüber der ja aktuell gar nicht so leicht abzuweisenden Idee, dass es unsere Lebensaufgabe ist, uns jung und gesund zu halten. Also zunächst zu den Problemwahrnehmungen. Was sich nicht geändert hat, wenn Anti-Aging vom Jungbrunnen zur Lebensaufgabe wird, ist, dass der medizinische Behandlungsbedarf mit mehr oder weniger zugespitzten Variationen des demografischen Krisendiskurses begründet wird, indem das Altersbild relativ stark auf altersassoziierte Erkrankungen und Funktionseinbußen fokussiert ist und das Wachsen der älteren Bevölkerung als maßgebliche Ursache für den drohenden Kollaps der Gesellschaft, der Sozialsysteme dargestellt wird. Aber was sich ändert, es finden sich Akzentverschiebungen im Altersverständnis. Die Alterung wird nicht mehr als eine Krankheit verstanden, von der jetzt die Anti-Aging-Medizin die Menschen endlich heilen kann, die bisher eigentlich die Leiden des Alterns unnötigerweise passiv erduldet haben. Auch um die Kritik dieser ein bisschen plumpen Pathologisierung der US-amerikanischen Anti-Aging-Medizin des Alterns ein bisschen vorwegzunehmen, wird die Alterung eher als ein Risiko verstanden. Und zwar nicht irgendein, sondern als der wichtigste Risikofaktor für hauptsächliche Zivilisationskrankheiten. Das ist die, wer schon vorher bei dem Vortrag war, diese Probabilisierung wurde vorhin schon angesprochen. Die Alterung ist demnach jetzt nicht mehr prinzipiell krankhaft oder schlecht. Gutes Altern ist auch beim jetzigen Stand der Medizin erreichbar, wenn man eben gesundheitliche Alterungsrisiken richtig managt. Die Problemwahrnehmung ist hier nicht so sehr, dass die Menschen bisher das Altern passiv erduldet haben, sondern dass sie durch mangelndes Bewusstsein und schlechte Lebensführung Krankheit im Alter auch maßgeblich mit verursachen. Denn gesundheitliche Alterungsrisiken werden in der Praxis
maßgeblich im Körper und im Verhalten des Einzelnen verortet, nämlich in ungünstigen genetischen Dispositionen und in ungesunder Lebensführung. Gene und Umwelt gelten allgemein als zentrale Faktoren der Alterung. Und beides ist hier aber auf spezifische Weise zugespitzt. Also aus den komplexen, erst anfänglich verstandenen genetischen Faktoren der Alterung werden einzelne genetische Dispositionen fokussiert. Und die komplexen Umweltfaktoren der Alterung, die Herr Wolf auch ansprach, von Lebens-, Arbeitsbedingungen, Umweltgiftungen, Strahlungen, werden in der Praxis zumindest meistens individuelle Ernährungs- und Bewegungsentscheidungen fokussiert. Dabei ist ganz interessant, dass das Verhalten des Einzelnen noch nicht immer so zentral war in der deutschen Anti-Aging-Medizin. Anfänglich waren die Medizinerinnen und Mediziner dort in biogerontologischer Tradition ziemlich skeptisch, wie viel man mit Lebensführung eigentlich am Alterungsverlauf drehen könnte. Zum Behandlungsziel. Wenn Anti-Aging vom Jungbrunnen zur Lebensaufgabe wird, geht es nicht mehr um ewige Jugend, das haben wir gehört, um eine substanzielle Verlängerung der Lebensspanne oder darum auch das Altern gänzlich zu beenden. Auch wenn es immer noch Anti-Aging heißt, das Altern an sich wird bejaht, aber an eine Bedingung geknüpft. Es soll gesundes und funktionsfähiges Altern sein. Ähnlich wie in gerontologischen Konzepten geht es also um mehr gesunde Lebensjahre. Stimmt es jetzt also gar nicht, dass Anti-Aging alle Bemühungen der Gerontologie zunichte macht, sondern ist in dieser Lesart des Anti-Agings vielleicht eigentlich eher das Gleiche und insofern unbedenklich? Wenn man diese Konzeption jetzt mit gerontologischen Vorstellungen guten Alters vergleicht, werden wichtige Nuancen deutlich, die zum einen zeigen, dass die Gerontologie mit ihrer eigenen Emphase von gesundheitlichen Potenzialen des Alters selbst mit dazu beigetragen hat, dass Anti-Aging so gut gesellschaftlich anschlussfähig wurde. Zum anderen. Oh. Ah. Nein, es ist nicht meins, es wurde vorhin gefunden. Okay. Zum anderen wirft es die Frage auf, inwieweit die Gerontologie diese Nuancen wirklich deutlich gemacht hat. Gesundheit wird in der Praxis der Anti-Aging-Medizin, so wie ich sie, wie sie mir begegnet ist, vergleichsweise eng als Krankheitsfreiheit operationalisiert. Die körperliche und kognitive Funktionsfähigkeit wird häufig an bürgerlichen Leistungsnormen und Funktionsnormen des mittleren Alters gemessen. Und Gesundheit und Funktionsfähigkeit des Einzelnen gelten dabei häufig als die Bedingungen für Selbstverwirklichung im Alter, während aus gerontologischer Perspektive die Lebensqualität und die Selbstverwirklichung im Alter auch maßgeblich von sozioökonomischen Faktoren, gesellschaftlicher Teilhabe, sozialen Netzwerken, Wohnumfelden und auch ganz subjektiven Wahrnehmungen abhängt. Und schließlich ist das Altersideal relativ stark auf gesundes, funktionsfähiges Altern fokussiert, während in gerontologischen Konzepten immer auch mit thematisiert wird, was gutes Leben im Alter unter Bedingungen von Krankheit und Sterben eigentlich bedeuten könnte. Also so finden sich zum Beispiel kaum Vorstellungen guten Sterbens. Und wenn, sind sie sehr vage und realitätsfern, wie zum Beispiel mit 100 gesund in die Kiste. Und durch dieses sehr zugespitzte Altersideal wird es Menschen, die aktuell Schwächen des Alterns erfahren, zusätzlich das Erreichen guten Lebens im Alter schwer gemacht. Wie soll das Altern jetzt gestaltet werden? Es geht nicht mehr darum, das Altern abzuschaffen, dadurch, dass man in bestimmten Pillenmix, Anti-Aging-Cocktail einnimmt oder einfach in den Jungbrunnen reinspringt, sondern es geht um Prävention von schlechtem Alter und zwar durch zweierlei. Zum einen soll das individuelle Management gesundheitlicher Alterungsrisiken medizinisch optimiert werden. Und ein innovatives Moment des Behandlungskonzepts der deutschen Anti-Aging-Medizin, das ich wahrgenommen habe, besteht meines Erachtens darin, jetzt nicht, dass eine prinzipiell neue Gestaltungsweise des Alterns eröffnet wird, sondern dass die üblichen Maßnahmen, Empfehlungen für gute Lebensführung, Nahrungsergänzungsmittel, teilweise andere Medikamente, Kosmetika oder auch ästhetisch-dermatologische Eingriffe durch die Vorschaltung einer individuellen Risikodiagnostik personalisiert zum Einsatz kommen sollen. Also die Idee ist, dass man noch bevor Symptome der Alterung auftreten, die eigenen gesundheitlichen Alterungsrisiken kalkulieren lässt. Ein sehr voraussetzungsreiches Unterfangen,
relativ wenig diskutiert. Herr Wolf sagte auch schon, dass er da gar nicht so ein großer Fan ist von dieser umfangreichen Diagnostik. Dadurch soll die Vision einer personalisierten präventiven Medizin möglich werden. Das heißt, der Behandlungsbedarf des Alterns wird damit in mehrerlei Hinsicht ausgeweitet. Jeder ist angesprochen, weil potenziell alle vom Altern betroffen sind. Man soll besser in jungen Lebensphasen schon anfangen. Und wie jede Prävention lässt sich auch die prinzipiell nicht abschließen. Und die Möglichkeit, Körper und Lebensführung anders als unter dem Blickwinkel gesundheitlicher Alterungsrisiken zu betrachten, werden auch deshalb eingeschränkt, weil Anti-Aging nicht mehr nur als Klugheitsgebot kommuniziert wird, sondern oft auch mit einer sozialethischen Verpflichtung. Denn die Anti-Aging- und Präventionsmedizin in Deutschland zielt zum anderen auch darauf, Gesundheits- und Sozialwesen zu verändern, und zwar durch eine Neujustierung von Verantwortung für gesundes Altern zwischen Individuum und Sozialstaat. Eine Zeit lang wurde da auch einige politische Lobbyarbeit betrieben. Umlagenfinanzierte Gesundheitskosten im Alter sollen reduziert werden, indem nicht nur gesundheitliche Potenziale des Alters gefördert werden, sondern schon auch explizit mehr Eigenverantwortung für gesundheitliche Alterungsrisiken gefordert wird, teilweise mit ziemlich scharfer Rhetorik. Eigenverantwortung ist ja in aller Munde. Auch hier ist die Lesart relativ zugespitzt. Es geht nicht nur um eine gesunde Lebensführung, sondern es geht auch um die finanzielle Eigenverantwortung für die Inanspruchnahme der Behandlung, die überwiegend in Form von individuellen, sprich selbst zu zahlenden Gesundheitsleistungen angeboten werden. Häufig wird Eigenverantwortung als der einzige Ausweg aus der Krise des Sozialsystems dargestellt und schon auch als eine gerechtere Form intergenerationeller Solidarität vorgeschlagen. Aus Solidarität soll also jeder schon in jungen Jahren als Lebensaufgabe Anti-Aging betreiben, damit er später nicht gemeinschaftlich finanzierte Gesundheitskosten in Anspruch nimmt. Und hier finden sich auch mitunter relativ scharfe Formulierungen und die Altersprävention wird in die Nähe einer staatsbürgerlichen Pflicht gerückt. In meinen Interviews mit Medizinerinnen und Medizinern aus diesem Umfeld bin ich auch auf selbstkritische Stimmen gestoßen, die sich zum Beispiel fragen, inwieweit wir den Lebensstil eigentlich tatsächlich selbst bestimmen oder die auch einräumen, dass die Ressourcen für die Erfüllung dieser Pflicht extrem ungleich verteilt sind, sodass eigentlich vor allem die angesprochen werden, die aufgrund ihres sozioökonomischen Status ohnehin schon eine höhere gesunde Lebenserwartung haben als präventionsfernere Bevölkerungsgruppen. Ich schließe mit zwei Dingen, die sich nicht ändern, wenn Anti-Aging vom Jungbrunnen zur Lebensaufgabe wird. Aus soziologischer Perspektive bleibt eine Ambivalenz zwischen dem Anspruch, die Altersmedizin biogerontologisch zu erneuern und doch auch dem Fortwirken herkömmlicher Maßnahmen. Und Anti-Aging ist natürlich auch ökonomisch motiviert. Dadurch, dass ein starker Fokus auf Igelleistungen ist, kommt in der Behandlungssituationen gewinnen die ökonomischen Ressourcen der Kundinnen und auch die ökonomischen Interesse der Ärzte an Gewicht. Und vereinzelt gibt es auch Stimmen, die ganz explizit fordern, dass Gesundheit im Alter mehr als bisher zu einer Ware werden sollte, die etwas kosten darf und soll. Und wenn man jetzt Altersdiskriminierung im Kontext von kapitalistischen Strukturen sieht, stellt sich da natürlich die Frage, inwieweit dadurch nicht ökonomische und gesundheitliche Ressourcenungleichverteilungen im Alter reproduziert werden. Über diese Sachen würde ich gerne mit Ihnen diskutieren.